Wirklich so ungefähr jeder hat den SV Darmstadt auf den letzten Tabellenplatz getippt. Mein Tabellen 18. ist Darmstadt 98. Ich glaube, dass Darmstadt als letzter absteigen wird. Nummer 17 Bochum und 18 Darmstadt. So, und deshalb übernehme ich die heute im FIFA 23 Karrieremodus und spiele so viele Saisons, bis ich mit dem SV Darmstadt einfach das Gegenteil schaffe und mit ihnen deutscher Meister werde. Und damit Servus oder so und willkommen beim SV Darmstadt. In der ersten Bundesliga natürlich und mit den ganzen neuen Spielern. Denn ich habe die neuen Transfers natürlich alle umgesetzt. Aber ihr seht schon, trotzdem ist das Team im Liga-Vergleich absolut schwach. Wir haben also einen weiten Weg vor uns bis zur deutschen Meisterschaft. Und genau das ist das Ziel hier heute, anders als bei einer normalen Sprint to Glory. Wenn es euch gefällt, vergesst nicht, einen Daumen da zu lassen und den Kanal zu abonnieren. Und dann gehen wir auch schon direkt rein in den ersten Transfer. Zum Start. Start hole ich einfach direkt einen neuen Stürmer. Ein noch unbekanntes Talent namens Matias Arezzo kommt aus Uruguay und hat uns 4,5 Millionen gekostet, was knapp unter seinem Marktwert liegt. Dadurch darf uns jetzt Aaron Seidel verlassen, genauso wie Schnellhardt, Bruns, Kjaerschula, Stojkovic, Maglica und ein paar Talente würde ich gerne noch ausleihen. Als erstes davon verlässt uns Fabian Schnellhardt, dann geht auch noch Kjaerschula und mit der zusätzlichen Kohle können wir uns jetzt Rodrigo Salazar leisten und ihn zurück in die erste Bundesliga holen. Damit ist das Team jetzt schon einen Ticken besser, vor allem talentierter geworden. Ihr seht auch, systemmäßig habe ich umgebaut. Eine Viererkette passt einfach viel besser zu dem Kader. Und in die Richtung wollen wir jetzt weitergehen. Heißt, es werden Spieler verkauft und verliehen und mit dem Geld daraus schnappen wir uns neue Talente, wie in diesem Fall Jamie Leveling. Das bedeutet, wir haben jetzt ein komplett neues Sturmduo. Und das war es immer noch nicht, weil wir immer noch einige Spieler verkaufen können. Wobei Fraser Hornby jetzt der Vorletzte ist. Theoretisch bleibt nur noch Alexander Bruns übrig. Aber für den Verkauf von ihm geht uns jetzt so ein bisschen die Zeit aus. Ja, wir müssen jetzt einfach nochmal handeln. Können die 7 Millionen Euro nicht ungenutzt lassen. Und so schnappen wir uns kurz vor Ende der Transferphase noch Arne Meyer vom FC Augsburg. Der ist von Haus aus ein rechter Mittelfeldspieler. Ich glaube aber, dass man ihn relativ gut umformen kann. Das wäre jetzt natürlich bitter, wenn das nicht möglich ist. Aber es dauert 2 Wochen. Und ich denke auch, dass er dann von der Gesamtstärke her nochmal hochgeht. Eingeplant ist er hier im rechten zentralen Mittelfeld und damit steht der endgültige Kader jetzt. Aber eins ist ganz klar, auch mit diesen Verstärkungen wird es extrem schwer, sich in der ersten Bundesliga zu halten. Zum Glück waren die Ergebnisse bis hierhin echt gut. Das macht mir zumindest so ein bisschen Hoffnung. Meine Hoffnung ist jetzt auch so ein bisschen, dass Arne Meyer uns da durchgecarried hat, denn die Umwandlung zum zentralen Mittelfeldspieler hat ihn nochmal extrem geboostet. Der hat jetzt schon eine 79. Generell sieht das Team sehr gut aus und mein Manager-Rating ist auch vielversprechend. 11. Das ist ja mal die ultimative Superleistung. 38 Punkte geholt. Jetzt stellt euch das mal im Real Life vor. Das wäre eine dicke, fette Überraschung. Der Mitaufsteiger Heidenheim geht runter zusammen mit Stuttgart hier. Und wir bleiben mit Darmstadt in der ersten Bundesliga. Pokalsieger wird Borussia Dortmund. Wir waren im Halbfinale. Also das unterstreicht es nochmal. Es war eine brutal gute Saison. Champions League Sieger wurde hier PSG. Europa League Sieger Manchester City. Und die Conference League gegen Villarreal. Der beste Torschütze bei uns war Matias Arezzo, dann Leveling, also beide reißen ab und Arne Meyer 9 Vorlagen. Ich habe ja gesagt, dass der carried. In der zweiten Saison haben wir jetzt aber leider nicht mehr die Möglichkeit, so viele Spieler zu verkaufen. Der einzige, der hier zu Beginn jetzt auf der Transferliste ist, ist natürlich immer noch Alexander Brunst und ich habe jetzt noch Yannick Müller hinzugefügt, denn es ist offensichtlich, wir müssen uns auf der Innenverteidigerposition verstärken und mit dem Geld aus den Verkäufen plus 16 Millionen aktuelles Budget sollte da auch einiges gehen. Wir können sogar auf 2 Verstärkungen abzielen, wobei Pavlovic von Salzburg jetzt wirklich überhaupt nicht günstig war. Ich habe 11 Millionen für ihn auf den Tisch gelegt. Mal schauen, ob es da mit einem neuen Sechser überhaupt noch klappen kann. Ich werde zumindest schon mal alle Spieler los. Damit können wir uns jetzt Ardon Yashari holen, wobei ich schon lieber einen deutlich besseren Sechser gehabt hätte. Aber finanziell war es einfach nicht stemmbar. Yashari ist auch auf alle Fälle talentiert, aber lieber hätte ich so einen Wiefer, Frendrup, Martel gehabt. Nur wollte es da finanziell einfach nicht klappen. So haben wir jetzt einen Spieler geholt, der schlechter ist als das, was wir da aktuell im Team haben. Und trotzdem ist Yashari natürlich mit 21 Jahren noch deutlich vielversprechender. Er zeigt auch großes Potenzial. Also mal schauen, ob der über so eine gesamte Saison hinweg die Chance hat, in die erste Elf reinzurutschen. Und vielleicht wird er sogar zum Helden und kann mithelfen, dass Darmstadt ein weiteres Jahr in der ersten Bundesliga bleibt. Ah, hier steht eine minus 1 dabei. Trotzdem hat er sich gesteigert auf eine 75 hoch und Darmstadt wird 12. Let's go!
Und es war knapper als letzte Saison. Wir haben 5 Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz. Und zwischenzeitlich haben wir echt richtig viele Spiele verloren. Also gerade die Hinrunde hat mir viele Sorgen bereitet. Es hat trotzdem geklappt. Wir sind irgendwie drin geblieben, waren schon wieder im Halbfinale des DFB-Pokals. Also es ist scheinbar einfach unser Wettbewerb. Die Champions League holt Manchester City, die Europa League, Olympique Marseille, die Conference League, Real Sociedad. Kapitän Holland müssen wir in der nächsten Saison auf alle Fälle ersetzen. Aber das schauen wir uns dann gleich an. Jetzt erstmal Arezzo 17 Buden, Leveling 10 Buden. Bester Vorlagengeber war mal wieder Arne Meyer. Eigentlich wollte ich jetzt in der dritten Saison erstmal nur Holland abgeben. Und dann schaue ich auf die Transferliste und sehe hier Ronstadt, Zimmermann, Nürnberger und Franjic, die alle auf eigenen Wunsch hin auf der Transferliste gelandet sind. Zumindest läuft bei all den Spielern nur der Vertrag von Christoph Zimmermann aus. Also nur den müssen wir wirklich verkaufen. Mit unserem Budget soll es aber auch möglich sein, da einen brauchbaren Ersatz zu finden. Ach, und was ich jetzt fast vergessen hätte, Torsiello, Riedel und Wilhelmsson sind alle von der Leihe zurückgekehrt. Ich werde die aber alle auf alle Fälle nochmal ausleihen. Ich hatte mir jetzt ausgerechnet, dass ich so 12 Millionen Euro ausgeben darf für den Linksverteidiger, wenn ich dann noch einen weiteren Spieler mit einem ähnlichen Niveau holen will. Aber für Vázquez musste ich jetzt einfach nur 8 Millionen hinlegen. Bedeutet, für den anderen Spieler bleibt deutlich mehr übrig und trotzdem hat er eine 75 und einen Marktwert von 7,5. Der war vorher bei 11 oder so. Jetzt ist er natürlich krass runtergegangen. Das tut weh, weil das bedeutet, dass sein Potenzial auch krass runtergegangen ist. Naja, seine Gesamtstärke ist trotzdem eine Verbesserung. Zimmermann ist gerade zu Ajax gegangen. Jetzt fehlt theoretisch nur noch der Verkauf von Holland. Und da ist auch schon das Angebot. Das nehme ich einfach direkt an. Und somit bekommen wir zumindest nochmal ein bisschen Geld dazu. Und damit können wir uns jetzt den Monster-Innenverteidiger holen, den wir gebraucht haben. Das ist Usman Diomande für 15,6 Millionen. Der hat ein unglaubliches Potenzial von 85. Mich stört ein bisschen, dass er kein Bild hat. Deshalb blende ich euch hier jetzt mal kurz eins von ihm ein, damit ihr wisst, wie der Spieler aussieht. Problem ist jetzt natürlich, er ist nicht besser als Clara. Also es bleibt abzuwarten, wie viel Spielzeit er bekommt. Mit seinem Potenzial kann er ihn natürlich schnell überholen. Vor allem, wenn er dann auch den richtigen Entwicklungsplan bekommt. Jetzt würde ich gerne einfach nur noch Spieler ausleihen und dann gleich entspannt in die Saison gehen. Aber dieses Angebot für Yashari kann ich einfach nicht ablehnen. Wir bekommen 18,6 Millionen für ihn. Damit können wir uns jetzt doch noch den guten alten Erik Martel leisten. Für 16,3 Millionen, was ein absoluter Schnapper ist. Also ich habe Hoffnung, dass dieses Jahr jetzt wirklich das erste werden könnte, in dem wir rein gar nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ja, denkste. Am 7.5. werde ich einfach rausgeworfen und soll jetzt Trainer bei Hamburg werden. Da sieht man mal wieder, wie krank unspielbar der Karrieremodus eigentlich ist. Vor allem, wir stehen ja nicht mal schlecht da mit Darmstadt. Wir sind Tabellenneunter. Naja, ihr seht es links oben. Maximales Manager-Rating ist aktiviert. Und zum Glück speichere ich auch regelmäßig. So schaffen wir es jetzt doch noch durch die Saison durch und haben hoffentlich eine mindestens genauso gute Platzierung erreicht. Darmstadt ist Achter. Das reicht natürlich nicht für die europäischen Plätze und ist trotzdem ein Fortschritt. Im DFB-Pokal waren wir zum ersten Mal nicht im Halbfinale, sondern sind in Runde 3 gegen Augsburg ausgeschieden. Superpokal geht an Manchester City, die Champions League an PSG, die Europa League an Tottenham, die Conference League an Alkmaar. Arezzo hat jetzt eine 86. Da erwarte ich aber auch haufenweise Buden und er trifft auch 18 Mal, liegt 3 Mal auf. Noch besser ist da Arne Meyer mit 10 Vorlagen, wie immer. Also Arne Meyer war echt eine 10 von 10 Verpflichtung. Trotzdem denke ich mittlerweile darüber nach, ob ich ihn nicht verkaufen soll. Denn allein sein Abgang würde ein dickes, fettes Transferplus einspülen. Aber auch so haben wir zum Glück jetzt 37 Millionen zur Verfügung. Und ich habe mir auch schon 2 Positionen rausgesucht, auf denen ich gerne ein Upgrade machen würde, wo wir bis hierhin auch noch gar nichts verpflichtet haben. Und das ist im Tor. Da brauchen wir eine neue Nummer 1. Das wird einen fetten Boost geben. Und rechts hinten sollte jetzt auch mal ein neuer Spieler dazukommen. Und Frank Ronstadt will ja sowieso weg. Oha, es gibt mal wieder ein neues Torhüter-Talent. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich Elia Capril schon mal geholt habe. Und noch dazu war der jetzt relativ günstig für 14,5 Millionen gesnackt. Und der bringt ein 84er Potenzial mit. Und jetzt können wir uns dann auch noch einen richtig guten Rechtsverteidiger leisten. Ich wollte jetzt nur noch Behrens verkaufen. Aber dann gebe ich halt Jamie Leveling ab. Der wechselt für eine Rekordsumme von 69,9 Millionen jetzt nach Florenz. Und damit sind wir auf einmal extrem reich hier bei Darmstadt. 75 Millionen für einen Stürmer und einen Rechtsverteidiger. Und im Sturm könnte man auch theoretisch ein Experiment wagen und einfach Oskar Wilhelmsson aufstellen. Ja, nee, ist schlau, den einfach verdient zu lassen und jemanden zu kaufen, glaube ich. Aber ich habe kurz ernsthaft drüber nachgedacht. Also kaufe ich jetzt doch wieder fett ein. Wobei ich im Verhältnis sogar den eher sparsamen Weg gegangen bin. Mit Mohamed Ali Cho für 36 Millionen. Da hätte ich noch deutlich mehr Geld ausgeben können. Aber vom Potenzial her nehmen sich die Spieler nichts. Und so haben wir jetzt noch 38 Millionen übrig. Mal schauen, ob ich
ich das alles nur für den Rechtsverteidiger ausgebe. Ja, doch, mache ich schon so ziemlich. Denn ich wollte unbedingt Rico Lewis haben. Bei dem bin ich mir auch hundertprozentig sicher, dass der in dieser Saison noch die 80 knackt. Jetzt nur noch Morten Behrens endlich verkaufen. Und dann können wir uns das ja eigentlich auch direkt mal anschauen. Schreibt gerne eure Tipps in die Kommentare rein. Was denkt ihr, welche Gesamtstärke wird Rico Lewis gleich haben? Mein Tipp ist sogar... Ja komm, ich trau mich und sag 81. Also jetzt aber auch direkt im Juni 2026 rein in den Moment der Wahrheit. Die Mannschaft sieht einen 81er Rico Lewis, als ob ich recht habe. Dazu hat Arezzo jetzt die 90 geknackt. Also der geht wirklich richtig ab. 23 Jahre jung, da kann auch immer noch einiges kommen. Nur bei Salazar bin ich ziemlich enttäuscht von der Entwicklung. Aber mal schauen, ob da noch was kommt. Bester Torschütze natürlich Arezzo, aber auch Cho geht echt ganz gut ab. Arne Meyer nimmt mal wieder alles auseinander. Und in der Tabelle landen wir nur auf dem 9. Platz. Da waren wir doch letzte Saison sogar besser. Also klar, es ist jetzt keine Vollkatastrophe, aber schön langsam wollen wir eigentlich schon in Richtung Europa angreifen. Die Mannschaft ist dafür doch definitiv gut genug. Vor allem, wenn ich in der nächsten Saison jetzt dann wieder einen neuen zentralen Mittelfeldspieler kaufe. Das ist zumindest der Plan. Wir sind natürlich im Halbfinale des DFB-Pokals rausgeflogen. Also ich habe gesagt, wir sind gut im DFB-Pokal, aber es bringt ja auch nichts, wenn wir immer im Halbfinale rausfliegen. Irgendwann wollen wir das Ding auch mal gewinnen. Europa-League-Sieger und auch der Conference-League-Sieger mit West Ham. Die Transferliste liegt sowieso schon fest, auf welcher Position ich jetzt neue Spieler kaufen muss. Denn da sind Nürnberger und Franjic drauf und das immer noch auf eigenen Wunsch, also ich kann ihn nicht runternehmen. Und bei den beiden läuft jetzt auch mittlerweile der Vertrag aus. Also wenn wir Geld für die kassieren wollen, dann müssen wir das jetzt tun. Es kommt also auch noch mal ein bisschen was drauf auf die 50 Millionen, die wir so schon haben. Vor allem, wo da jetzt noch das Geld für die Vertragsverlängerungen weggegangen ist und das war ja so dermaßen viel Kohle. Wir haben nur noch 35 Millionen am Start. Und das große Problem ist dabei, dass wir auch ordentlich Geld ausgeben müssen, jetzt um den Kader überhaupt noch verbessern zu können. Also mal schauen, was da noch möglich ist. Ja, ich hole jetzt einfach nur noch einen Spieler und nicht zwei, so wie ich es normalerweise tun würde. Es kommt Gabri Vega, das Talent, was im Real Life ja in die Saudi League gewechselt ist, wo dann Toni Kroos geschrieben hat, dass das embarrassing ist. Hier retten wir seine Karriere und holen ihn stattdessen zu Darmstadt. Ein Backup 6er gibt es dann halt voraussichtlich erst wieder in der nächsten Saison. Oder vielleicht geht doch noch was, denn Newcastle hat gerade Arne Meyer für 80 Millionen gekauft. Also zumindest haben sie in Verhandlungen gesagt, dass sie darauf Bock haben. Jetzt müssen wir natürlich noch abwarten, ob der Deal auch wirklich durchgeht. Und tatsächlich, Arne Meyer verlässt nach vielen Jahren den SV Darmstadt und schließt sich Newcastle an. Ich werde den jetzt aber wahrscheinlich trotzdem einfach 1:1 ersetzen, weil ich glaube nicht, dass wir aus diesen 70 Millionen jetzt zwei Spieler rausbringen, die uns weiterhelfen. Wobei der 6er ja nur ein Backup sein muss, da könnte ich auch einen älteren Spieler holen. Egal, ich konzentriere mich einfach Vollgas auf den ZM und wenn da noch was übrig bleibt, dann können wir immer noch einen ZDM kaufen. Und ich glaube, ich habe den perfekten Move gefunden. Wir holen jetzt Martin Baturina von Atletico für 55 Millionen, haben damit einen neuen, richtig guten, talentierten zentralen Mittelfeldspieler im Kader, haben aber auch immer noch genügend Geld für einen Backup-Sechser zur Verfügung. Ja, und ich finde, Fabian Kunze passt perfekt in das Profil rein, das ich da jetzt noch gesucht habe. Der bringt mit seiner 77 ein gewisses Grundniveau mit, ist 28 Jahre alt, also weder zu jung noch zu alt. Und dadurch verbessern wir jetzt auch nochmal die Bank erheblich, was ja Long-Term auch gar nicht so unwichtig ist, wenn man irgendwann mal deutscher Meister werden will. Ich habe im Dezember mal geschaut und da waren wir Dritter mit 3 Punkten Rückstand zum Tabellenersten. Und ihr seht, oft verloren haben wir nicht, aber schon sehr oft unentschieden gespielt. Und ich glaube, das macht unseren Meisterschaftsrun in dieser Saison zumindest noch etwas kaputt. Aber das ist vollkommen okay für mich. Ich gebe der Mannschaft gerne noch eine weitere Saison. Vor allem unserem Stürmer Arezzo, der jetzt eine 92 hat. Aber vielleicht haben wir es ja doch gepackt. Wir schauen rüber auf die Tabelle. Wir werden Dritter. 67 Punkte, das heißt, nächste Saison spielen wir Champions League und spielen dann auch wirklich endgültig um den Meistertitel mit. Wir schauen rein in den DFB-Pokal, da waren wir nicht im Halbfinale, das ist ja fast ein Wunder. Im Superpokal sehen wir Barcelona als Sieger, in der Champions League Juventus Turin, in der Europa League Olympique Marseille und in der Conference League Liverpool. Ja, nochmal zurück zur Champions League. In dem Wettbewerb spielen wir nächste Saison einfach mit dem SV Darmstadt. Ich freue mich jetzt so richtig auf die Champions League-Kohle, das darf man ja nicht vergessen. 108 Millionen dürfen wir ausgeben. Und wir können ein paar Spieler verkaufen. Manu, Isherwood und Pfeiffer. Denn die Spieler, die ich jetzt über Jahre hinweg ausgeliehen habe, die werde ich jetzt als Backups mit einplanen. Also Clemens Riedel, deshalb geht Isherwood. Im Sturm bleiben Torst Yellow und Wilhelmsson. Und dafür gehen Manu und Pfeiffer. Außerdem auf der Transferliste ist Honsack. Denn wir könnten jetzt schon langsam eigentlich auch mal einen neuen Zehner kaufen. Das ist die einzige Position, auf der noch der ursprüngliche Spieler spielt. Also Melem, der hier 29 Jahre alt ist. Links hinten soll auch noch was passieren. Das sind so die zwei Positionen, die ich mir rausgesucht habe. Aber das ist finanziell auch alles easy.
easy realisierbar. Die ganzen Abgänge helfen da auch sehr mit. Und dann gehen wir rein in das Ganze. Marzen kommt für links hinten von Leipzig. Ist einer der talentiertesten Linksverteidiger im Spiel. Im offensiven Mittelfeld ist die Auswahl dann natürlich deutlich größer. Aber ich entscheide mich natürlich für eine möglichst hohe Gesamtstärke. Und damit für Arda Güler, der hier von Frankfurt kommt. Für 55 Millionen haben wir den verpflichtet. 22 Jahre alt, 83er Gesamtstärke. Von dem Jungen kommt hoffentlich noch einiges. Und damit haben wir jetzt wirklich eine richtig geile Truppe zusammen, die auch in der Champions League vielleicht gar nicht so chancenlos sein könnte. Aber in erster Linie fokussieren wir uns natürlich weiterhin auf die deutsche Meisterschaft. Nur gehen wir das Projekt höchstwahrscheinlich ohne Ilija Kapril an. Denn Napoli hat 44,8 Millionen für ihn geboten. Das musste ich annehmen. Sein Marktwert ist sowieso erstaunlich niedrig. Aber jetzt mal schauen, ob der Deal überhaupt noch zustande kommt. Wir sind bei der 2-Stunden-Marke. Noch gibt es keine Bestätigung. Bedeutet, das hier ist jetzt die letzte Chance. Und da kommt die Cutscene. Und damit wechselt Kapril zu Napoli. Und ich muss mich nochmal dringend nach einem richtig krassen Keeper umschauen. Aber 45 Millionen ist halt jetzt auch nicht so besonders viel Geld. Ja, und ich wollte jetzt auch einfach die maximale Gesamtstärke rausholen. Und habe deshalb einen Keeper geholt, der 30 Jahre alt ist. Gut, wobei, wenn ich einen noch älteren Keeper genommen hätte, hätte ich wahrscheinlich auch einen noch besseren holen können. Aber der wird dann halt zu schnell schlecht. Mit Unai Simo haben wir locker noch 2-3 Jahre auf absolutem Top-Niveau. Und sein Vertrag war am Auslaufen. Natürlich deshalb 37 Millionen. Und spätestens jetzt ist die Mannschaft wirklich ready für den deutschen Meistertitel. Die Simulation läuft. Und zur Winterpause im Januar 2028 steht Darmstadt als Zweiter da. Leipzig ist 4 Punkte vor uns. Wir haben noch kein Spiel verloren. Aber das Problem sind halt wieder die vielen Unentschieden. Mal schauen, ob das in der Rückrunde besser wird. Ich muss halt jetzt ganz genau aufpassen, weil ich würde eigentlich schon gerne die Meisterfeier von Darmstadt sehen. Und die gibt es ja im ersten Heimspiel, nachdem der Meistertitel feststeht. Die Ergebnisse gerade sind richtig gut. Wir sind mittlerweile im März. Und jetzt ist auf einmal Dortmund vor uns. Die haben einen Punkt mehr, aber wir haben ein Spiel weniger. Da treffen wir gleich auf Gladbach. Ich simuliere mal noch einen Monat weiter. Wir spielen nur unentschieden. Dafür kommen wir gegen Atletico in der Champions League weiter. Das ist ja auch schon eine krasse Leistung. Sieg gegen Stuttgart. Das Ergebnis gegen Bayern werden wir jetzt nicht sofort sehen können, aber ich gehe zurück 2-2. Das wird echt noch eine richtig enge Nummer hier. In der Champions League stehen wir im Viertelfinale und in der Bundesliga sind wir aktuell Tabellenerster. Aber Dortmund kann uns überholen, weil die jetzt ein Spiel weniger haben. Aber was ist das bitte für ein Rennen da vorne an der Spitze? Und wir spielen später sogar nochmal gegen Dortmund, gegen City. Scheiden wir leider aus der Champions League aus. Im Pokal verlieren wir gegen Mainz, aber in der Bundesliga gibt es einen Sieg nach dem anderen. Und der nächste Gegner heißt Borussia Dortmund. Wir sind Erster. Wartet mal. Und das mit 6 Punkten Vorsprung ohne Niederlage. Bedeutet, wenn wir jetzt im nächsten Spiel oder im übernächsten nur einen einzigen Punkt holen, dann ist der SV Darmstadt deutscher Meister. Und das nächste Spiel gegen Dortmund ist noch dazu ein Heimspiel. Das ist es doch. Komm, und das kann ich doch jetzt auch einfach selbst spielen. Zu Hause im Merckstadion gegen Borussia Dortmund. Kann sich der SV Darmstadt um Unai Simon, Pavlovic und Co. zum Meister küren. Ultimative Schwierigkeit ist auch eingestellt. Das Nice ist, uns würde schon ein einziger Punkt reichen. Oder wenn Leipzig nicht gewinnen würde, das würde auch ausreichen. Aber da ist das 1-0 durch Gabri Vega. Was wohl Toni Kroos zu diesem Traumtor sagen würde. Also Toni, wenn du zuschaust, schreib es gerne in die Kommentare rein. Ein zweites Tor würde hier natürlich extrem viel Sicherheit geben. Arda Güler im 16er macht das richtig gut. Legt den rüber und da ist die zweite Kiste. Und ausgerechnet schon wieder der jetzt verletzte Gabri Vega. Also Darmstadt wird hier deutscher Meister werden. Das lässt sich in der 86. Minute kaum noch verhindern. Und genau so ist es auch. Darmstadt schlägt Dortmund mit 2-0. Dabei war es bei weitem nicht so souverän, wie es für euch vielleicht aussah, weil Unai Simon hinten einfach alles gehalten hat. Aber im Endeffekt ist es auch egal. Hier geht es darum, den Meistertitel mit Darmstadt zu gewinnen. Und ihr seht die Spieler ja schon feiern hier. Es hat natürlich wieder ein paar Saisons gedauert, aber am Ende habe ich es gepackt. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Schreibt mir in die Kommentare, mit welchem Team sie das sonst noch machen soll. Und kommentiert auch gerne, wenn ihr das selbst ausprobiert habt, wie viele Saisons ihr dafür gebraucht habt. Let's go. Darmstadt als deutscher Meister. Komplett crazy. Und nochmal, das ist der Verein, den hat jeder auf den letzten Platz getippt in dieser Saison. Das lief auch schon in der ersten Saison gar nicht so schlecht. Und so sehen wir hier die Spieler von Darmstadt mit der Meisterschale. Teamfoto noch.
So sieht hier die abschließende Ligatabelle aus. DFB-Pokalsieger wird Gladbach, also das Ding haben wir kein einziges Mal gewonnen, waren aber gefühlt immer im Halbfinale. Champions League-Sieger wird Manchester City, gegen die sind wir ja auch knapp rausgeflogen. Die Europa League geht an Arsenal und die Conference League an Bologna. Die meisten Tore hat bei uns nicht Arezzo erzielt, der eine 93 hat, sondern Mohamed Ali Cho, auch nicht schlecht. Und dazu Baturina mit 16 Vorlagen. Absolut geiles Team, bis zum nächsten Mal, euer Birmingham. Und wer direkt das nächste absolut übertrieben geile Team sehen will, der klickt hier aufs letzte Video, denn da habe ich 2008 Bremen, also die Mannschaft aus 2008, in FIFA 23 übernommen. Eine Mod macht es möglich, dann startet meine Karriere auch im Jahr 2008. Und dann habe ich Bremen 10 Jahre lang übernommen und die zu, ja, schon so ein paar Titeln geführt.